Die Tübinger Landtagskandidatin Dorothea Gliche-Behnke von der SPD hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz digital nach Südwürttemberg eingeladen. Im Livestream hatten interessierte Bürger die Möglichkeit, dem Minister Fragen zu aktuellen Themen zu stellen. Viele Bürger interessierten sich dafür, was Bundesfinanzminister Olaf Scholz zum Thema Corona und Finanzen zu sagen hatte. Beispielsweise hatte sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer in der Vergangenheit für eine Öffnung der Innenstädte mittels kostenloser Schnelltests ausgesprochen. Eine Frage an Scholz war deswegen, wie diese Schnelltests finanziert werden sollen. Darüber, wie man das machen kann und wie man das vernünftig, auch wirtschaftlich vernünftig organisieren kann, reden wir gerade. Wir wollen diese Entscheidung verknüpfen mit all den Konzepten, die jetzt festgelegt werden für eine Öffnungsstrategie. Und deshalb muss man das auch beides zusammenführen, weil das eine Entscheidung aus einem Guss sein muss, in dem das eine und das andere miteinander zusammenpasst. Abgesehen davon müsse darauf geschaut werden, inwiefern kostengünstige Schnelltests, die in Zukunft auf den Markt kommen könnten, in Kitas und Schulen eingesetzt werden können. Ein weiteres Thema, das die Bürger interessierte, war der ÖPNV. Was macht die Bundesebene, um den ÖPNV auszubauen und bezahlbarer zu gestalten? Für mich ist wichtig, dass wir darüber hinaus alles auf den Weg bringen, um den schienengebundenen Verkehr weiter auszubauen. Deshalb haben wir die Regionalisierungsmittel erhöht. Das sind die Gelder, die die Länder vom Bund bekommen, um Regionalverkehrsleistungen einkaufen zu können. Das bestellen sie dann bei der Bahn oder bei anderen Unternehmen, damit es eine gute Versorgung gibt. Davon profitiere beispielsweise die geplante Regionalstadtbahn Neckaralb, erklärte Gliche-Behnke anschließend. Außerdem, so Scholz, sei durch die Senkung der Mehrwertsteuer und der Trassenpreise der ÖPNV bereits günstiger geworden. Des Weiteren habe der Bund Modellprojekte mitfinanziert, die derzeit das günstige 365-Euro-Ticket im Jahr ausprobieren.